Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Willkommen zum wöchentlichen Videodrehtag, das wöchentliche Meeting mit den Jungs. Obwohl heute Samstag ist, aber heute ist Feiertag. Deswegen mal schauen, vielleicht machen wir dieses Wochenende Doppelschicht, heute und morgen. Auf jeden Fall bin ich zu spät und ich bin eigentlich nie zu spät. Ich hasse es, zu spät zu sein. Hey, ich dachte, Baris ist schon da. Und wollte er? Hat er geschrieben. Also, ich bin schon da, Jungs. Nee. Aber er schon, dass es hier ist, oder? Ich hab meinen Spickzettel, Leute, vergessen. Tot! Ich kann mich schon noch so an 80% der Videoideen erinnern, aber nicht an alle. Tot, Mann, tot! Also, die tun alle in ihre Channel, in die Videos des Jahr 2020 rein. Ist dir aufgefallen? Es kriegt dann irgendwie mehr Klicks. Ist dir aufgefallen? Das ist mir nicht aufgefallen, aber das sollten wir machen. Ja, ich schwör's dir. Das wöchentliches Meeting, die Jungs sind da. Wir haben gerade einen Burger gegessen. Für ein Video könnt ihr dann gerne abchecken. Was geht so ab, Leute, YouTube-technisch? Wie war eure Woche? Erzählt mal ein bisschen was. Das ist ja der Vlog, die Leute wollen ein bisschen was über uns, euch wissen, kennenlernen. Ja. Du hast ja, die Woche nicht gut geschlafen? Ja, nur die Nacht, sonst passt eigentlich okay. Alles. Investments laufen im Hintergrund echt unerwartet gut. Und ja, sonst alles besser. Läuft halt echt gut, aber ja. Das Komische ist halt immer, wenn jemand erzählt, boah, wie gut es läuft, man glaubt ihm nie. Ja. Immer, es ist irgendwie, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Es ist so. Man hat halt immer zuerst dieses Denken, anstatt sich zu denken, ja, wie, ich informiere mich mal, um welche genau, Chancen. Genau, genau, genau. Ja. Und das ist halt bei mir, ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der Leute wegen Geld verarscht. Ja, wirklich gar nicht der Typ. Ich habe mich informiert und ja, jeder hat es, ich kenne das. Wo ist der Haken? Ist irgendein Bullshit, bla bla. Man sollte einfach offen sein, sich einfach selber mal informieren, hinsetzen und dann läuft schon. Also ich kann nur von mir gehen, ich habe Baris zugehört, ich habe mich informiert. Ich hab, du warst echt einer der schnellsten, die es gecheckt haben. Ja, ich habe gesagt, obwohl ich anderen... Egal, scheiß auf das ja. Geld, hören wir mal auf Baris. Und dann habe ich investiert und bis jetzt bin ich zufrieden. Ja. Was geht bei dir so? Alles super, Mann. Neue Frisur ist am Start. Was? Neue Frisur ist am Start. Ja. Hast du es gemacht wegen so einem Kommentar? Ich habe so einen Kommentar gelesen. Der kam doch erst danach, nicht? Nein, aber nicht safe, das ist nicht. Ja. Ich schneide mal deine Haare und so. Schau nach, nein. Schau auf das Datum, Mann. Okay. Das ist gut, du hast voll die Bindung zu den Zuschauern. Nein, aber das war echt komisch, gell? Ich habe mir die Haare geschickt. Ja, aber ich. Da hatten wir die Tour, da hast du ja so ein Ding. Genau. Und dann auf einmal danach, entweder am selben Abend oder einen Tag danach, schreibt das so einer, weil dann lass dir mal die Haare schneiden, das schaut echt. Und habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, wie gut das anspricht, hab ich schon gemacht und so, weißt du? Das war echt einen Tag davor, Mann. Ja, das war echt komisch. Aber direkt gemacht, Mann. Sehr angenehm. Ja, Mann, ja, Mann. Wetter und so. Du bist echt richtig gut gelaunt und so. Echt top. Genau, ist echt viel Spaß. Immer. Ich muss sagen, bei mir läuft echt gerade alles echt perfekt. Ja. Scheiße. Ich habe echt viel Arbeit. Ich hau viel Kohle, ja, weil ich würde ja auch investieren, oder? Dank meinem. Ja, Mann. Dank Baris, Mann. Mein Bestes geben. Weil er hat schon echt recht. Ich habe mich auch informiert. Ja, ich arbeite viel. Ich mache echt. Es läuft. Es macht echt Spaß. Auch Kinder und so, Freizeit, alles ja, super geil. Ja. Ich bin echt happy, oder? Eine Fun Fact, kurze Nebensache, als ich das so angefangen habe mit Thema Bitcoin Investments, war Tati war einer der ersten, die gesagt haben, Baris, lass uns mal treffen und ein bisschen drüber reden. Ich würde es mir gerne anhören und so. Das ist krass, das ist wirklich krass. Gleich Termin ausgemacht, ein bisschen drüber geredet, Infos. Ja, aber das war, man muss immer offen bleiben. Ich hasse dieses direkt ablehnen, ohne überhaupt zu wissen. Ja, genau. Ich hasse das. Ja, diese Mentalität. Man kann sich informieren und dann sagen, yo, das ist nicht mein Ding oder so. Ja, und das für mich war das halt einfach auch komisch, weißt du? Da kam mal Corona, das war echt gerade so Corona-Anfangszeit, gell? Ja. Keine Arbeit, dann Kurzarbeit. Oh mein Gott, ja. Nicht dieses Thema. Nein. Das verbotene Thema. Aber Baris war ja lange Zeit war er verschollen bei uns in den Freundesgruppen und so. Lange Zeit verschollen, ja? Auf einmal, zack, war er dann da, dachte ich mir so, okay, das hat doch irgendwas zu bedeuten. Genau da, wo die Krise anfängt, meinst du? Ja, genau. Wie so ein Messias. Ja, das ist schon krass. Oh mein Gott. Das war echt so. Ich musste mich wirklich. Der Bitcoin-Messias. Ich schwör's dir, ich würde für Bitcoin echt vieles von meinem Leben aufhören. Ich schwör's. Ja, aber dann, zack, gleich mit Baris, hey, lass uns treffen und so, habe ich mir angehört. Hab mir dann auch ein paar Bücher geholt und so, hab dann ein bisschen was gelesen. Und echt top. Also, es hat mich auch fasziniert. Also, jetzt nicht so krass und ich bin auch nicht so in der Materie wie er. Aber so im Großen und Ganzen gebe ich ihm zum Recht einfach. Das passt, das reicht mir schon. Wir wollen sehen. Echt, wollen die es wirklich sehen, dass du eins. Oder wollen die dich ködern, um wieder Pogo anzufangen? Nein, wieso? Leon hat noch seine Pokémon Go Erde, weil das soll man ja angeblich gar nicht machen. Das geht gar nicht, oder? Es geht ja nicht darum, dass er es ja benutzt. Es geht darum, ob die App vorzustellen. Viele wollen diese App benutzen, Mann. Ach so, echt? Ja. Ja. Viele wollen es rufen, Mann. Ohne Scheiß. Wir sind nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Mit wem genau? Mit dem Sponsor? Ja. Inwiefern?
Wollt ihr lernen zu viel oder? Das, was du sagen musst oder was du sagen musst oder was? Oder? Channel ist tot, die wollen mir nicht mehr so viel geben, wie ich haben will. Echt jetzt? Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das sind keine Pogo-Videos, wenn ich ein Pogo-Video mache, werden die Views höher und so und aber. Ja, mein Huni oder so könnte ich schon noch rausholen, 200, aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Ja, die kommen eh wieder, wenn wir über 100k ja, muss, sind, auch wenn es ja, Jahre dauert, ganz ehrlich. Dann flehen sie uns an, das zu machen, oder? Dann werden wir eiskalt ablehnen. Vielen Dank für eure Anfrage. Probieren Sie es beim nächsten Mal nochmal. Ja, so ist es, Leute. Aber eine Menge Feedback, wie Tati gesagt hat, auf das Video. Allgemein momentan, die Woche habe ich eine Menge Feedback bekommen. Ja, Mann. Wenn ihr Modetipps habt, das hat ihr nochmal zu Friseur gehen soll oder so, schreibt es rein. Er macht es schon. Ja, ich schreibe momentan eine Menge rein, also. Er muss mich einfach mal dissen, Mann. Er will mich immer locken, Mann. Alter, sorry, Tati, ist war ja, zu mach mal, mir ist es egal, weil ich bin cool, Mann. Ja, so. Ja. Ich bin für meine Fans da, Alter. Wenn sie wollen, dass ich das mache, dann mache ich es auch. Oh mein Gott. Aber ich habe es davor schon gemacht. So, Leute, der Tag neigt sich dem Ende zu. Was soll ich sagen? Das ist erst halb drei, Mann. Unser Tag, der Videodrehtag. Thema Nummer 1, Fall Guys. Mein Tag fängt das gerade an. Ja. Barisch ist überzeugt von dem Spiel, das wir uns angeschaut haben. Ich dachte, echt? Mir ist wie Takeshis Castle, es steht auch so in Wikipedia. Wir haben Burger abgecheckt. War überraschend gut. Ja, was gibt's zu sagen? Worte an die Fans, Zuschauer. Schreibt eure Ideen in die Kommentare, was ihr fandet. Geht auf unsere Fragen ein. Gebt Feedback, was wir verbessern können. Gebt auf unsere Fragen ein. Welche Fragen? Ja, die wir gestellt haben, die Hong immer am Ende stellt. Geht drauf ein. Und wir werden unser Bestes geben, wenn es sinnvoll für uns alle ist. Dass wir darauf eingehen werden. Vielen Dank. Was? Alter, das war ganz komisch. Ja, es war ganz gut. What the fuck? Ich freue mich einfach auf eure Kommentare, Mann. Ihr seid echt super, oder? Ja, wie sieht die Zukunft so für uns aus jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wir haben jetzt eine Basis so etabliert. Jetzt müssen wir auf der irgendwie ein bisschen jetzt aufbauen. Genau. Es ist halt, YouTube geht gerade so, Investment so. Vielleicht verbinden wir es dann, YouTube, mit den Investments, mit dem Geld. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kommt dann keine Ahnung. Wir machen einmal im Monat Urlaub, können wir dann machen. Vom Cashflow ist doch krass. Kann alles Mögliche passieren. Oder? Also, ich stecke die Hauptenergie aktuell in andere Dinge rein. Bücher, ja, natürlich, und so weiter. Das natürlich. Ist echt was anderes. Aber es macht auch Spaß, will ich gerne weitermachen. Bisschen mehr Action, mehr geil, finde ich, aber passt. Ja, dann bereit drauf, haben wir es vor. Ja, ich nehme nächstes Mal die scharfe Soße mit. Mal schauen, ob ihr mitmacht. Würdet ihr sowas gerne sehen wollen? Der Verlierer zum Beispiel immer einmal am Tag eine kleine Challenge. Der kriegt wirklich diese. Achso, einmal am Tag, Mann? Also einmal beim Treffen, meine ich. Ach so, ja. Ja, einmal am Tag wird zu hart. Der kriegt so eine kleine Ladung Löffel, mega scharfe Soße aus Amerika. Ich glaube, der hat 200.000 Scoville. Das ist krass. Wollt ihr sowas sehen? Dass wir leiden? Schreibt es rein. Wen würdet ihr gerne leiden sehen? Ich warte immer noch. Auf was wartest du? Ja, auf seine Challenge, Mann. Er will herausfordern, also soll er herausfordern. Ich warte. Ja, Tischtennis. Ich warte. Sag mir wann und wo, Alter. Wann hast du Zeit? Oh mein Gott, er schlägt echt ein Tischtennis. Warte, ich bin okay. immer. Tischtennis, um scharfe Soße. Ja, oder Respekt. Wie? Du kriegst sogar doppelte Quote. Okay? Ich muss doppelt so viel essen wie du. Ist doch lange gut. Ist mir egal. Okay. Live, ihr habt es gehört.